Fakt, das habe ich noch vergessen zu sagen, das packe ich jetzt einfach an den Anfang vom Video. Und zwar kommt am 13.04. kein Video. Denn, wie ihr schon entnehmen könnt, ist hier noch kein Tattoo. Mein letzter Termin wurde verschoben auf den 6.04. Und da mein Studio-Video losgeht, kann ich leider nur mittwochs aufnehmen. Dementsprechend kann ich halt dann für den 6. kein Video aufnehmen und kann dann erst wieder ab dem 13. aufnehmen. Das bedeutet, am 13.04. kommt kein Video, weil ich mache das ja immer alles im Voraus. Alles klar, das war's. Tschüss! So, liebe Freunde, eine weitere Woche ist vorbei und es hat sich einiges getan. Und zwar ist mein Motorrad verkauft. Nach gerade mal 2 Wochen als Anzeige ausgeschrieben, ist er dann jetzt gestern am 17.03. verkauft worden. Ein bisschen schade finde ich es schon, ne, weil ich wäre so gerne noch ein bisschen länger gefahren. Aber wie schon gesagt, ich habe halt leider nicht die Zeit dazu. Ich denke mir dann immer, okay, eine Person, die dann mehr Zeit für investieren kann, freut sich dann bestimmt dann mehr. Deswegen habe ich sie dann verkauft. Und ich sag mal so, es wäre natürlich auch schade, wenn die SMCR jetzt noch ein Jahr oder zwei halt doof in der Garage rumgestanden hätte. Die hätte halt einfach noch weiter an Wert verloren und sie wäre halt nicht gefahren worden, weil aktuell, wie gesagt, habe ich halt nicht so viel Zeit. Ja, hat aber alles geklappt, war auch sehr nett, der Dude, der das gekauft hat. Und auf jeden Fall jetzt eine Sorge weniger. Ne, weil sonst sitzt du halt immer rum und denkst dir, ach ja, ich müsste jetzt eigentlich noch das Motorrad bewegen. Aber eigentlich hast du ja auch keinen Bock, weil Spritpreise ja auch nicht gerade günstig. Und dann fährst du halt wieder nur 20 Minuten durch die Gegend und dann war es das. So ist das Thema jetzt angegessen. Ne, und ich sag mal so, Führerschein habe ich ja. Also wenn ich da Bock habe, kann ich ja immer eine fahren, wenn ich will. Ne, also davon ab. Eine Sorge weniger. Ja, mit dem Motorradverkauf hat das natürlich noch ein bisschen was mit sich, weil die Woche war ein bisschen turbulent. Ich musste jetzt auch das Motorrad nochmal fertig machen, dann musste ich es abmelden, dann mich noch mit dem Käufer in Verbindung setzen und allem drum und dran, dass das alles ein bisschen Zeit gefressen hat. Und da habe ich Licht am Ende des Tunnels gesehen, weil ich dachte mir schon, okay, es wird schwierig mit dem Video für die Woche, weil eigentlich ist die Zeit jetzt flöten gegangen und du kannst gar nichts mehr machen, du kannst kein Skript schreiben und gar nichts. Am Montag geht die Uni schon wieder los. Also für euch, wir haben jetzt den 18.03. Und das schaffst du alles gar nicht mehr, ne? Weil du musst ja auch wieder nach Lippstadt und das wird ja überhaupt nicht funktionieren. Und da habe ich Licht am Ende des Tunnels gesehen, ja? Von Weitem. Es hat mich gerufen und es kam ran. Und als ich es gelesen habe, stand dort: Wenn du Lieblingsreptilien hast, kannst du dir auch mal vorstellen oder was so dein Lieblingsreptil ist, so in der Art. Ich habe den Kommentar jetzt nicht mehr ganz im Kopf, den werde ich auf jeden Fall hier einblenden. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, ne? Weil ich mache ja Videos über Chamäleons, das heißt aber nicht, dass Chamäleons meine Lieblingstiere sind. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen doof an, weil ich mag Chamäleons sehr, sehr gerne, ne? Sonst hätte ich jetzt nicht mich schon 12 Jahre mit den Tieren beschäftigt, ne? Heißt aber noch lange nicht, dass ich Profi bin oder so, ne? Wie gesagt, das habe ich schon alles einmal erwähnt. Ich mache das ja alles nur zum Spaß. Ich habe da weder Tiermedizin bzw. Reptilien irgendwas in die Richtung studiert, noch irgendwie gezüchtet oder sonst irgendwas, sondern ich habe auch das rein hobbymäßig, ne? Aber neben den Chamäleons finde ich eine Echse sehr cool sogar, weil da war ich nämlich anfangs auch im Überlegen, ob es halt ein Chamäleon wird oder dieses Tier. Und zwar ist es der Teju. Teus sind echt coole Tiere, muss ich sagen. Ich finde die auch ein bisschen knuffig. Da mag jetzt zwar einer denken, okay, der sieht jetzt aber ein bisschen komisch aus, aber das ist mir egal, weil ich finde Teus eigentlich toll. Und so viel habe ich jetzt eigentlich auch im Internet gar nicht gelesen, beziehungsweise auch auf YouTube-Videos gesehen, die es zu den Tieren gibt. Also im deutschen Raum, sage ich jetzt mal, ne? Und da finde ich gerade den schwarz-weißen Teu sehr, sehr cool, muss ich sagen. Allein schon wegen der Färbung halt, ne? Die Muster, die das Tier auf der Haut hat. Und ich muss auch sagen, ich finde das Tier generell eigentlich relativ süß, ja? Obwohl es halt so bullig aussieht, finde ich das eigentlich echt knuffig. Und eignen sich wohl auch laut Internet als mit die perfekte Anfang-Reptilien-Klasse, mehr oder weniger. Weil die wohl sehr leicht und sehr einfach zutraulich werden und auch von der Art her sehr, sehr ruhig sind. Das heißt, die liegen auch die meiste Zeit dann einfach darum. Das Coole hierbei auch bei den Tieren finde ich, dass man sie sowohl einzeln als auch in Paaren halten kann. Ob das jetzt bei allen Arten sind, weil es gibt irgendwie über 200 Teju-Arten, glaube ich. Ob das jetzt bei allen wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber beim Schwarz-Weiß-Teju habe ich zumindest gelesen, auch hier gefährliches Halbwissen, weil von dem Tier habe ich halt jetzt nicht so viel Ahnung, sage ich jetzt mal. Ich interessiere mich für das Tier natürlich auch, ne, und finde es halt sehr, sehr cool, aber ich bin jetzt da nicht so bewandert mit wie zum Beispiel einem Chamäleon. Deswegen da, wenn wir irgendwelche Teju-Besitzer haben, gerne in die Kommentare schreiben. Aber Teus sind wohl auch zu vergesellschaften. Ne? Natürlich auch innerartlich, mit anderen Echsen wird es halt schwierig, aber so 2 Teus soll wohl funktionieren, oder 2, 3. Wenn man natürlich ein ausreichend großes Terrarium hat. Für mich wäre es aber nichts, ehrlich gesagt, weil
Auch wenn Teju halt paarweise haltbar ist, würde ich halt trotzdem nur ein Tier bevorzugen. So, jetzt noch so ein paar Daten zum Teju. Und zwar, wo kommt er ursprünglich her? Der Teju kommt ursprünglich aus Uruguay, Paraguay, so Brasilien da die Ecke, Argentinien. Das Tier wird ungefähr 120 bis 150 cm lang, kann ein stolzes Alter von 15 bis 20 Jahren erreichen. Und das ist jetzt zum Beispiel auch wieder ein großer Punkt, was zum Beispiel auch viele Leute bei Schildkröten unterschätzen. Und zwar werden diese Tiere unfassbar alt. Das bedeutet, ne, ihr müsst so ein bisschen long-term denken. Und zwar, dass ihr dann zum Beispiel sagt, ja, ich schaffe mir ein Tier an. Und ihr müsst aber schon im Hinterkopf haben, was das für eine Lebensspanne hat. Ne? Weil viele Leute schaffen sich zum Beispiel ein Tier an, zum Beispiel wie so ein Hund. Das finde ich auch traurig. Sehen dann so am Anfang des Lebens des Hundes dann, okay, es ist ein süßer kleiner Welpe, ne? Alles ist toll, alles ist schön. Und je älter dieser Hund, sage ich jetzt mal, wird, kann es passieren, dass die Familie dem Tier weniger Interesse zeigt. So, weißt du? Weil dann ist es ja auch nicht mehr neu und man sieht es quasi jeden Tag. Das sollte eigentlich im besten Fall nicht passieren, weil ich finde immer, wenn man sich für ein Tier aussucht, was man, also erstmal vorweg, wenn man sich für ein Haustier aussucht, ja, muss man sich ja auch genau erkundigen, ne, damit man dem Tier halt auch die besten Haltungsbedingungen, so Futter und alles Mögliche halt zur Verfügung stellen kann. Und dann muss einem aber noch, vor allen Dingen das Kaufen ist ja immer sehr einfach, aber was ich finde am schwierigsten ist, ist, sich im Kopf klar zu machen, hey, das Tier wird jetzt eine ganze Ecke bei mir wohnen. Ja, weil ich sage jetzt mal nicht, dass, also zum Beispiel ein Hamster hat ja, glaube ich, eine relativ kurze Lebensdauer, ne? Was aber auch nicht heißt, dass man mit dem lapidar umgehen soll. Also da ruhig bleiben, Leute. Ne? Ich sage das jetzt nur mal so vergleichsweise, weil ein Hamster, glaube ich zumindest, hat eine relativ kurze Lebensdauer. Da kann man das so ein bisschen einfacher, die Begeisterung aufrechterhalten, anstatt wenn man jetzt so ein Tier hat wie so ein Hund, der irgendwie 14, 15 Jahre lebt, oder halt so ein Teju, der 15 bis 20 Jahre lebt. Da müsst ihr euch halt im Klaren sein, dass ihr mit dem Tier ein bis sogar vielleicht zwei Jahrzehnte verbringt. Und da ist es halt wichtig, auch dann die Begeisterung diesbezüglich aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, wenn ihr euch wirklich lange auf das Tier gefreut habt und dann auch das Tier endlich habt, sollte es eigentlich bei richtiger, echter Freude schwierig sein, diese Freude noch zu trüben, sodass ihr dann wirklich sagt, boah, nee, auf das Tier habe ich keine Lust mehr, weil es ist immer sehr traurig. Du siehst ja auch ganz viel, ne, die Tiere werden zum Beispiel jetzt wieder das Hundebeispiel als Welpe gekauft und sobald sie halt ausgewachsen sind, werden sie halt ins Tierheim gestopft. Und das ist halt auch nicht schön, ne? Gerade auch fürs Tier. Das Tier fühlt sich halt integriert und auf einmal kommt einer und sagt, nö, du gehörst jetzt einfach nicht mehr zu uns und dann wirst du einfach weggegeben und so. Das ist eigentlich echt traurig, weil es ist ja mehr oder weniger ein Familienmitglied, ne? Und du sagst ja auch nicht einfach zu deiner Oma, nur weil du keinen Bock mehr hast, dich um sie zu kümmern, ja, geh mal ins Heim. So, weißt du, so sehe ich das halt immer, ne? Ich bin auch bei solchen Sachen, also bei Tieren ist immer schwierig bei mir, ja, das ist, ich mag Tiere sehr, sehr gern und deswegen finde ich das auch immer so ein bisschen blöd, wenn man so sieht, wie Leute lapidar mit ihren eigenen Haustieren umgehen, da werde ich dann auch manchmal ein bisschen zornig, muss ich sagen. Kam sogar schon das ein oder andere Mal vor, dass ich zu den Leuten hingegangen bin und gesagt, was machst du da für eine Scheiße, weil ich das echt frech fand. Und ich vertrete halt die Meinung, so ein Mensch kann einem anderen Menschen sagen, hier, pass mal auf, das gefällt mir nicht. Und bei so einem Tier ist das noch ein bisschen schwieriger, sich da auszudrücken. Und manche Leute nutzen das halt aus, um mit dem Tier zu machen, was sie wollen. Und das kann ich auf den Tod nicht ab. So, egal, ich schweife ab. Ja, weiter geht's mit dem Teju natürlich. Es tut mir unfassbar leid, aber ich habe mich jetzt so ein bisschen davon tragen lassen. Was es noch zum Beispiel gibt, was man dem Tier gar nicht ansieht, der Teju soll wohl gut schwimmen können. Ja, wenn man diesen Klumpen sieht, kann man davon gar nicht ausgehen, weil man sieht auch die Krallen und so, dass er dazwischen keine Schwimmhäute hat. Aber der Teju soll wohl auch ein guter Schwimmer sein. Und wie so manch andere Reptilien auch, halten sie Winterruhe. Diese Winterruhe bezieht sich auf so 4 bis 6 Monate ungefähr. Ehrlich gesagt war es das auch schon. Lustigerweise. Ich hoffe mal, das Video ist jetzt nicht zu kurz geworden und war trotzdem ein bisschen unterhaltsam. Aber ich fand, das war so ein perfektes kleines Video, sage ich jetzt mal. Was ich auch süß fand, ja, weil man da auch gemerkt hat, dass ihr euch auch so ein bisschen an meiner Person interessiert, ja, weil ihr mich ja persönlich gefragt habt, was so mein Lieblingsreptil ist. Chamäleons, wie gesagt, sind aktuell mein Favorite. Na, auch da sie halt nicht so alt wie ein Teju werden. Ne, weil jetzt zum Beispiel auch, ich bin ja am Ende von meinem Studium. Und da muss ich jetzt auch mittlerweile dann gucken, wie ich das mit Murphy alles handle, wenn ich dann ausziehe und mal meine eigene Wohnung beziehe und so. Oder ob ich sage, okay, ich bleibe noch so lange zu Hause wohnen, bis halt dann Murphy in seinem hohen Alter irgendwann verstirbt. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und genauso wie mit dem Teju halt. Ein Teju wird 15 bis 20 Jahre alt, habe ich ja gesagt. Und auch wenn ich ihn sehr, sehr cool finde und ihn mir eigentlich auch sehr gut als Haustier vorstellen kann,
glaube ich aber nicht, dass ich je in meinem Leben einen TU haben werde. Weil ja gerade halt wie die Zeit und so, ne? Und es ist halt jetzt nicht so wie so eine Katze oder so ein Hund, dass man das halt einfacher abgeben kann, ne? Vor allen Dingen, wenn man dann ja nicht mehr zu Hause wohnt, dass man dann sagt, okay, ich fahre jetzt oder fliege jetzt mit einer Freundin oder so in Urlaub und meine Eltern passen dann zum Beispiel auf das Tier so lange auf und das geht halt, wenn ich alleine wohne, nicht. Weil wer weiß, wo man hinzieht. Ja, wo ich einen Job kriege, kann ja überall in Deutschland sein, wenn nicht sogar im Ausland. Und da muss man halt immer gucken, was so das Umfeld da gerade ist und ob es da wirklich jemanden gibt, dem man vertrauen kann und dem man das Tier halt auch anvertrauen kann. Und deswegen glaube ich leider nicht, dass ich jemals in meinem Leben ein TU haben werde, auch weil ich das sehr, sehr schade finde, weil ich die Tiere eigentlich echt cool finde. So, ja, und das war es eigentlich auch schon, ne? Bezüglich des TUs, ich habe jetzt nicht so viele Fakten quasi rausgesucht, auch nicht so Haltungsbedingungen, weil ich fand jetzt nicht, dass das halt so gut dazu gepasst hat, weil es wurde eher die persönliche Meinung gefragt. Sollte ich dennoch irgendwas Falsches erklärt haben, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren berichtigen. Konstruktive Kritik ist immer sehr gerne gesehen. Wenn ihr Familie, Freunde, Bekannte habt, die sich für das Thema Reptilien, kann ich in diesem Fall sagen, interessieren, könnt ihr denen gerne das Video vorschlagen, würde mich freuen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, auch gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und wenn ihr mehr Bock auf Reptilien bzw. Chameleon-Content habt, könnt ihr den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage bis dahin, macht's gut. Tschüss. I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake, that we are closer than we're far.